Fake News, anders kann man es nicht sagen. Stefan Kuntz ist weiterhin türkischer Nationaltrainer und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Der türkische Verband dementierte die Eilmeldungen, die uns eben die letzten Tage ereilt hat, dass eben Stefan Kuntz am Telefon entlassen worden ist. Das entspricht nicht der Wahrheit, deswegen nicht immer alles glauben, was die erstbeste Nachrichtenbehörde schreibt.